sein, dass meine Kollegin mir am Morgen angerufen hat. Total verstört. Ronja, ich habe den Unfall gesehen. Sie hat gesagt, aus dem Nichts hat sie eine unglaubliche Traurigkeit und Schwere erfüllt in diesem Raum. Sie hat gesehen, wie seine Seele, der Ryan selber, den Körper verloren hat. Vergeschwebt ist. Dann ist sie verwacht. Vorweg, mir ist wirklich absolut bewusst, wie strange tatsächlich meine Story behind jemandem überkommen, der noch nie so etwas erlebt hat und noch nie mit solchen Themen in Berührung kam. Nicht viel anders ist es mir gegangen. Und ich habe die Story, die Begebenheiten tatsächlich erlebt. Ich möchte dir in dieser Videoreihe erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich als Atheistin zu Gott gefunden habe, durch harte Beweise, die nicht einmal meinen Verstand konnte, auf die Seite schieben. Ich werde dir alles erzählen und so gut, wie es eben möglich ist, meine Aussagen dir auch beweisen. Ich habe nicht vor, all das irgendwann öffentlich zu erzählen. Jedoch hat jedes Wesen seine Aufgabe. Ich nehme damit meinen Platz mit meiner Aufgabe ein. Wesen wie wir wirken wie Wunder, weil wir wissen, welches Wissen wirklich wichtig ist. All das und noch mehr teile ich mit dir. Da, wie Wesen wie wir. In dieser ersten Folge nehme ich dich mit, wie es dazu gekommen ist, dass der Zugang in die Welt hinter der Welt für mich aufgegangen ist. Ich bin zu dieser Zeit, 2015, etwa ein Jahr knapp getrennt gewesen von meiner langjährigen Beziehung und Vater von meinen zwei Kindern. Wenn du über diese Story mehr möchtest wissen, darfst du sehr gerne in meinem Podcast Energy Flow Stories Folge Nummer 1 Ronjas Story anhören. Ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sehr, sehr weit entfernt war von meinen eigenen Gefühlen, von meinem Herz, von meinem wirklichen Sein. Ich war im Mut, abstellen, hinter sich lassen, verdrängen. Ich wollte nicht mehr brüllen, ich wollte nicht mehr traurig sein. Ich habe mich recht frei gefühlt, oberflächlich betrachtet. Wir sind dann im Sommer 2015. Ich und eine sehr, sehr gute Freundin von mir an ein Festival gegangen. Es war alles wunderbar, nichts Spezielles. Ja, wir haben einen jungen Mann kennengelernt an diesem Festival. Wir haben dann aber mit diesem jungen Mann gar nicht grosse Zeit verbracht, oder wir wollten einfach für uns sein. Sie und ich miteinander Party machen. Ein paar Tage nach dem Festival war meine Kollegin im Coop, dort wo sie wohnt, in diesem Dorf. Und dann waren ein paar Jungs da drin, mit dem Arbeitsliebling von einer gewissen Baufirma. Die haben in der Baustelle gekommen. Unter diesen Jungs war der junge Mann dabei, wo wir Wochenende vorher am Festival getroffen haben. Er ist zu ihr an und hat gefragt, ob sie und ich, also ihre Kollegin, in zwei Wochen auch an dieser Veranstaltung werden sein. Sie hat das bestätigt und so eigentlich für mich ein Date mit ihm abgemacht, das Treffen. Er hat mich auch noch gefragt, ob ich Single sei. Als sie mir das erzählt, habe ich das natürlich lässig gefunden. Ja, ich habe mich gefreut. Die zwei Wochen sind umgegangen, wir sind an die Veranstaltung gegangen. Der junge Mann ist nicht aufgetaucht. Er heisst übrigens Ryan. Ryan ist nicht aufgetaucht. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, weil vielleicht kennst du das, an Festivals, Partys im Ausgang, man hat flüchtige Bekanntschaften. Es wird nicht immer etwas draus, es ist nicht verbindlich. Von dem her habe ich das total abgetan. Ich wollte nicht keine schweren Gedanken mehr machen oder mich irgendwie auch an etwas oder jemanden binden. Nach dem Festival ist meine Kollegin wieder über Mittag in diesem Coop gepostet und hat die Jungs gesehen. Sie hat die Jungs wieder gesehen, die Arbeitskollegen von Ryan.
an der Arbeitsliebe erkennt. Und er war nicht dabei gewesen. Sie ist dann zu den Jungs hin und hat gefragt, hey, wo ist denn der Ryan? Ist er heute nicht da? Und die haben dann nur gesagt, nein, der Ryan hat letzten Freitag einen Autounfall gehabt. Meine Kollegen haben mir das erzählt. Ja, ich habe mir gedacht, shit happens. Sachen passieren. Es betrifft mich wie nicht. Ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Zeit einmal dazwischen vergangen sind. Das nächste war, dass meine Kollegin mir am Morgen angerufen hat. Total verstört. Also wirklich, sie war völlig neben sich und hat mir erzählt, Ronja, ich habe den Unfall gesehen vom Ryan. In der nächsten Sequenz von ihrem Traum hat sie so POV von der Decke aus auf ein Spitalbett, also ein Krankenhaus, auf ein Spitalbett gehabt, wo der Ryan drin gelegen ist. Sie hat gesagt, aus dem Nichts hat sie eine unglaubliche Traurigkeit und Schwere erfüllt in diesem Raum. Ich finde es recht speziell, dass ich gerade jetzt in dem Moment, wo ich nur darüber erzähle, ich hatte den Traum nicht gehabt, sondern meine Kollegin. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich habe gerade wieder Hühnerhaut, ich habe eine zitterige Stimme. Ich kann nur erahnen, was das für Gefühle sind. Sie hat gesehen, wie seine Seele, der Ryan selber, den Körper verloren hat, vergeschwebt ist. Dann ist sie verwacht, schweißbadet, total neben den Schuhen, extrem traurig und hat mir angerufen. Ich habe meine Kollegin zu diesem Zeitpunkt etwa ein Jahr gekannt. Ich habe sie gerade in dieser Zeit von der Trennung von meinem Ex-Partner kennengelernt. Ich war noch schwanger mit meiner zweiten Tochter. Dann kam die Trennung. Sie ist mir viel beigestanden. Ich habe sie erlebt als einen sehr feinfühligen, extrem liebevollen Mensch. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben weniger so Menschen kennengelernt, außer meine eigene Mutter. Eigentlich niemand, der so auf die Art Liebe kann ausstrahlen kann. Durch das, dass mein Ex-Partner es mit der Ehrlichkeit nicht so ernst genommen hat und ich wirklich Mühe hatte, so Menschen vertrauen. Ist das ein kleines Wunder gewesen, dass ich ihr nach so kurzer Zeit so fest vertraut habe. Ich habe trotzdem sie nicht wirklich ernst genommen mit ihrem Traum. Ich habe gedacht, sie ist einfach sehr sensibel und ich habe ihr auch gesagt, du tust dir das viel zu nahe. Es war nur ein Traum gewesen. Ihr hat das keine Ruhe gelassen. Sie wollte die Antwort wissen. Sie hat die Arbeitskollegen noch mal gesehen. Sie ist mehrmals in den Kopf gegangen. Es hat ein paar Mal nicht geklappt. Lustigerweise habe ich immer wieder nachgefragt. Hast du sie getroffen? Hast du können fragen? Ich weiss nicht warum. Ich habe mich nicht verbunden gefühlt zu diesem jungen Mann, zu diesem Zeitpunkt. Ich habe den kaum gekannt. Natürlich ist es traurig, wenn jemand einen Autounfall hat und sie noch so einen Traum hat, aber ich konnte es sehr schwer zulassen, daran zu glauben, dass hinter dem irgendwelche Wahrheit ist. Meine Mutter war sehr gläubig. Sie war schon immer, seit ich denken konnte, sehr gläubig, verbunden zu Jesus. Und ich habe es immer so empfunden, dass all die Religion, all die Kirche, all das bezogen auf den Jesus, unsere gewisse Macht nimmt. Ich selber habe mich als starkes Individuum wahrgenommen, dass wir die Verantwortung haben für unsere Gedanken, Taten und Handlungen. Und dass ich die Entscheidung, zu einem guten Mensch zu sein, längst getroffen habe. Ich war dort sehr motiviert, meine Gedanken besser unter Kontrolle zu bringen, weil ja, ich habe das so gesehen, dass ich mir das selber verursacht haben, was mir passiert ist. Bezogen auf meine zerbrochene Beziehung und
all den Schmerz, den meine Vergangenheit in mir ausgelöst hat. Ich habe mein Herz sehr bewusst zugemacht im Jahr 2014. Und da dachte ich, ich lasse nicht mehr zu, dass ein anderes Wesen so eine Macht hat, mich auf diese Art zu verletzen. Ich war recht stark zu diesem Zeitpunkt 2015. Aber auch eigentlich sehr verletzt und einfach extrem kalt. Es ist der Tag gekommen. Wie gesagt, ich weiss nicht mehr genau, wie viele Tage dazwischen vergangen sind. Wo sie die Jungs wieder mit dem Arbeitsliebli im Firmenaufdruck im Go getroffen hat. Der Ryan war wieder nicht dabei. Einer von denen hat sie schon ein bisschen schon aus der Weite gesehen und etwas komisch angeschaut. Zu dem ist sie dann auch hin. Er hat ihr bestätigt, dass der Ryan gestorben ist. Er hat ihr auch gesagt, dass er froh ist, dass er sie jetzt trifft, weil er Ryan versprochen hat. Als er ihn besuchte, hat Ryan ihm gesagt, er soll ihr etwas mitteilen. Er hat es fest versprechen. Du kennst das, die Aussage noch, wenn man weiss, man stirbt, wenn man irgendjemandem etwas sagen will. Ryan hat seinem Kollegen gesagt, sag bitte dieser Frau, die wir im Kopf getroffen haben, ich werde sie und ihre Kollegin, sie und mich, für immer lieben. Die Aussage geht mir heute, 6 Jahre später, immer noch extrem tief. Ich kann mir das nicht erklären, dass jemand so einen Satz zu meiner Kollegin sagt. Und das, was sie mir den Satz weitergegeben hat, und jetzt, als ich ihn 6 Jahre später wieder sage, so eine Empfindung dabei habe. Ich wollte das weg, Schäfer von mir. Bin ich von meinem eiskalten Punkt, von meinem verlorenen Punkt, wo ich dort war, zum heutigen Punkt gekommen bin. Und warum wir ganz sicher herausgefunden haben, dass der Tod nicht das Ende von uns ist, das teile ich sehr, sehr gerne mit dir in der nächsten Folge. Wesen wie wir wirken wie Wunder, weil wir wissen, welches Wissen wirklich wichtig ist.